Ja, herzlich willkommen, liebe Steelers TV-Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe Steelers TV Talk. Heute Spezialausgabe hier vom Feld. Wir haben zwei Gäste hier. Das ist Kubu-san und das ist Keiko, die freundlicherweise hier alles übersetzt für uns heute. Wir wollten nochmal ein längeres Interview führen und freuen uns, dass ihr beide da seid. Ja, wir legen gleich los mit unseren ersten Fragen, die wir natürlich an Kubu-san haben und wollen dann gerne wissen, was hat dich denn dieses Jahr dazu bewegt, hier in Hamburg für die Hamburg Steelers zu spielen? まず最初の質問です。ハンブルクスティーラーズでプレーしようと思ってくださったのはなぜですか？私の知人が、一番初めに、このハンブルクスティーラーズが、募集しているのを見つけてくれて、私がもう以前からね、ヨーロッパの方でプレーしたいと希望してたので、そういう流れで、こちらの方に、応募しました。Er wollte seit langem in Europa spielen und sein Bekannter hat zufälligerweise eine Vakanz bei Hamburger Steelers gefunden. Das hat er dann von ihm mitbekommen und dann hat er sich beworben bei euch. Ja, sehr schön. Freuen wir uns natürlich riesig drüber, dass es funktioniert hat so gut. Die nächste Frage wäre natürlich, wie Kubu-san das Niveau hier findet. Also die Gegner, wie das Niveau allgemein ist in der deutschen Bundesliga, hat er international schon sehr, sehr viel gespielt und sehr viel Erfahrung auf jeden Fall. 次にお聞きしたいんですけれども、ドイツにおける野球 の, あのレベルといいますか、こう対戦相手のレベルとか、あのハンブルクスティーラーズのレベルとか、そういった野球 の, あのレベルについてお聞かせください。はい、ドイツのレベル、あのヨーロッパの方であのもう少し頑張ればあの、ヨーロッパチャンピオンになれるんではないかなと個人的には思ってます。それから、選手一人一人の力は、もう少しね、練習を積んでいけば、かなり高くなるものと僕自身思ってますので、次の WBC とかでね、対戦できるの、日本と対戦できるのすごく楽しみに思ってます。So, die einzelne Fähigkeit der einzelnen Spieler wären richtig gut und das sollen dann als Mannschaft zusammenkommen. Dann wäre es kein Traum mehr, dass man als Deutschland auch in WBC spielt und Ja, also Deutschland spielt nicht schlecht und wenn wir, dann wenn wir uns ein bisschen verbessern, dann könnte man halt in Europa in der ersten Niveau halt sehr gut weiterkommen. Ja, das hört sich ja gut an. Also er sagt auf jeden Fall, dass das Niveau hier gut ist und auch eine Chance eventuell für die WBC, für die deutsche Nationalmannschaft dann natürlich besteht, aber er sieht ja hier alle Spieler im Norden demnächst dann in den Playoffs natürlich auch die Spieler in der Südliga. Ja, als nächstes würden wir dann natürlich gerne wissen, in welchen Ligen und in welchen Ländern Kubu-san gespielt hat schon. Er hat ja schon sehr viel Erfahrung gesammelt und das interessiert uns natürlich, wo er da schon überall war. あとメキシコのリーグで、海外では、やっています、はい。ヨーロッパは初めてです。Also, er hat schon mal in den USA gespielt und auch in Mexiko, aber das ist das erste Mal in Europa zu spielen. Okay, sehr interessant. Atlantic League habe ich noch gehört, glaube ich. Independent League ist das in den USA. Daraufhin wäre natürlich die nächste Frage, was sein Karriere-Highlight bis jetzt war. Was war so der, entweder ein einzelnes Spiel, ein berühmter Schlagmann, den er gefaced hat, oder vielleicht auch der Gewinn einer gewissen Meisterschaft. Was da wirklich das Highlight der Karriere bis jetzt war in seiner Erinnerung? 次にお聞きしたいのは、久保さんの今までの野球人生においてのハイライトなんですけれども、例えばどこかの大会、すごく大きな大会で優勝したとか、あの素晴らしいバッターとの対決であったとか、そういったあの野球人生でのハイライトについてお聞かせください。はい、あの僕自身、いつも最高のプレーとかベストを目指しているので、今年、スティーラーズで、一番になって、それを最高の思い出にしたいと僕自身思っています。Er tut immer sein, er gibt sich immer sein Bestes und sein Highlight wäre in seinem Baseball-Leben, wäre dann mit Hamburger Steelers in der Liga gewinnen, die Meisterschaft gewinnen.
Ja, sehr schön. Ich glaube es ihm auch sogar, weil er ist ein sehr, sehr ehrgeiziger, ein sehr, sehr aufrichtiger Mensch, der wirklich hier sehr, sehr gut auch im Team und überall im Verein ankommt. Von daher glaube ich, dass das sogar wahre Worte sind und er hier alles gibt, um eine Meisterschaft mit den Steelers hier irgendwann zu gewinnen. Als nächstes, wir haben ja schon Mitte Juni mittlerweile, das heißt die Saison läuft ja schon einige Tage und du bist ja schon einige Tage in Deutschland. Wie gefällt es dir denn in Deutschland? Bist du schon ein bisschen gereist? Hast du schon was von Deutschland oder von Europa gesehen? Auch dir ein bisschen was angeschaut hier? ドイツに来てからすでに数ヶ月経ってすでに今6月の半ばなんですけれどもヨーロッパとかドイツの中ですでにご旅行とかあちこち行かれたり観光されたりしましたか？ドイツ以外ではこの前オーストリア観光ではないですね。アカデミーの試合で、まあ、ついでにオーストリアに行くことができたので、まあ、ドイツに負けないぐらいあの綺麗な景色があったので非常に良かったと思います。はい。Aber letztens mit der Akademie zusammen in der Österreich, das fand er richtig schön, die schöne Landschaft hat ihm gefallen. Ja, also mit der Akademie war unterwegs. Das ist auch ein sehr schöner Vorteil hier für unsere Akademiekinder, dass Kubus Sander auch Trainer mit ist bei den Nachwuchsspielern. Er gibt sehr viel von seinem Wissen hier an die jungen Athleten weiter und reist natürlich auch mit denen auf die Turniere. Und in dem Fall war es halt in Österreich und freuen wir uns, dass zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden konnten. Die Nachwuchsspieler konnten was lernen und er konnte ein bisschen was von der Welt sehen. Jetzt schon ein paar Tage hier in Deutschland. Was vermisst du denn am meisten aus Japan? Was hättest du gerne mitgenommen aus Japan, was du hier in Deutschland gerne hättest? ドイツに来てしばらく経ちましたけれども、日本からぜひドイツに持ってきたいものとか、日本にあってドイツになくてとてもそれがなくて寂しいとか、そういったものはありますか？日本食があまり食べてないので、日本食はやっぱり恋しいです。で、日本に持って帰りたいものですか？そうですね。ですか？あ、逆ですか？あ、やっぱりもうその日本食、日本人が作る日本食が食べたいです。Er vermisst das japanische Essen und zwar das richtige japanische Essen von einem japanischen Koch gekocht wird. Das würde er gerne als Japan nach Deutschland mitbringen. Also japanisches Essen, vielleicht in der Zukunft hier ein Restaurant aufmachen, wäre vielleicht eine Idee. Nach der Baseball-Karriere ein echtes japanisches Restaurant dann in Hamburg aufmachen. Jetzt die umgekehrte Frage natürlich, wenn du irgendwann wieder zurück nach Japan gehst, was würdest du denn gerne aus Deutschland mit nach Japan nehmen? Ja, 次は逆の質問なんですけれども、ドイツからぜひ日本に持って帰りたいなと思うものありますか？そうですね、やっぱり人の考え方とか全然違うので、まあ普通に形に残るものは面白くないので、そういう人の考えとか、まあ僕は個人的にあの文化遺産とかそういうのが好きなので、そういうものとか、まあ日本にない景色ですね、素晴らしいドイツアルプスの景色とかすごかったので、そういうものを持って帰っていきたい、いけたらと思います。はい。Er möchte gerne die Denkweise von Menschen aus Deutschland nach Japan mitnehmen. Das ist das Erste, was er gesagt hat. Und das Zweite ist die Landschaft von Deutschland, besonders die Berge im Süddeutschland und auch die Welterbe. Und Steelersburger. Ja, sehr schön. Das hört sich doch ein paar Sachen gefunden, die ihr hier mag. Das ist doch auf jeden Fall sehr schön, dass es hier gefällt in Deutschland. Ja, entscheidende Frage, die wahrscheinlich auch viele, viele Steelers-Fans interessieren. Wie groß wären denn die Chancen, dass du im Jahr 2024 nochmal das Steelers-Trikot überstreifst? Steelers のファンの方が非常に気にしているというか興味を持っていることなんですけれども、来年もハンブルクスティーラーズのためにプレーしていただける可能性っていうのはあるんでしょうか？もちろん来年のことなのでちょっとわからないんですけども、気持ちとしてはそういうのはないということはありません。はい。Er weiß es noch nicht, weil es in der Zukunft liegt. Für ihn ist Gegenwart wichtiger.Aber er würde es noch nicht Nein sagen, also zu der Frage noch nicht Nein sagen.
Ja, haben wir uns natürlich gedacht, dass es auf jeden Fall ein bisschen offen bleibt, das Ganze, aber wir wollten die Frage natürlich trotzdem stellen in diese Richtung. Aber da kann man dann im Winter gespannt sein und nach der Saison, wie es weitergeht. Ja, darüber hinaus müssen wir auch sagen, Kubo-san hier ein super Publikumsliebling, viele Leute, die ins Stadion kommen. Wir hatten einen Japan-Tag mittlerweile. Auch wir von Steelers TV sind natürlich, haben unsere Reichweite noch mehr erhöhen können und werden auch von japanischen Zuschauern mittlerweile angeschaut, die wirklich hier auch wegen Kubo-san sich die Spiele anschauen. Vielleicht möchte er nochmal ein paar eigene Worte an die Fans richten der Steelers, die hier jedes Wochenende zu den Heimspielen kommen oder auch an den Fernsehern zu Hause bei Steelers TV in Japan oder überall auf der Welt in den USA zuschauen. Nochmal ein paar Worte zur Atmosphäre, warum es sich auch lohnt, hier ein Steelers-Fan zu sein.久保さんがいらっしゃってからジャパンデーをやったりいろんなイベントをしてどんどん応援の方が増えたりですとかいろいろ進歩があるんですけれどもそんな中で日本の皆さんとか世界中からスティーラーズの応援している方に何か一言ありますか？はい、そうですね、やっぱ初めに比べて少しずつお客さんが入ってきてると思うので、このまあスティーラーズで勝つということはすごい大事なんですけども、私自身そのヨーロッパ全体 その野球人口をやっぱり少しでも増やしたいという思いはやっぱり少しありますので、もっともっとたくさん その友達とか誘っていただいて、まあ球場に足を運んでいただければとても嬉しいと思います。でそのために私は、まあ、いいパフォーマンスを出せるために毎日やってますので、そういうのまた見に来ていただければとても嬉しいです、はい、いつも温かい応援ありがとうございます。で hat sehr über gemerkt, dass die Zuschauer sich vermehrenUnd er würde sich natürlich freuen, wenn noch viel mehr zum Stadion kommen, zum Anfeuern. Und er möchte generell die Sportler, also Baseball-Sportler, mehr, er möchte, dass noch mehr Baseball spielen.Nicht nur in Deutschland, aber auch in Europa. Und er würde sich auch dafür Mühe geben, dass er dann gutes Performance leistet und dass er hofft, dass dann zu dem guten Ergebnis führt.Ja, sehr schön. Und hier beim Baseball hat man natürlich auch Stars zum Anfassen. Ich meine, Kubo-san ist ein Weltstar und man kann hier nach dem Spiel sich auch mit ihm unterhalten. Die Zuschauer können hier mit den Spielern zusammen auf der Tribüne sich unterhalten. Das ist echt eine familiäre Atmosphäre hier. Ich denke, das ist auch was, was er sehr schätzt hier auf jeden Fall. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Kubo-san und bei Keiko für das super nette Interview hier und wir hoffen, dass ihr uns weiter folgt, live im Stadion oder auf Steelers TV. Vielen Dank, dass ihr beide da wart.